So, hallo an alle zum 20. Türchen des Minecraft Adventskalenders. Und heute gibt's auch mal wieder was Spezielles, eine kleine Überraschung. Ich würde sagen, ohne groß rumzureden, geht's auch schon los mit dem Türchen Nummer 20. Okay, und heute hätten wir eine Missile Wars Runde von einer Redstone Map von Sethling, glaube ich, und Xizuma. Nee, von Cubehamster, glaube ich. Das Ganze ist auf dem öffentlichen Server, hier ist ein kleines Team zusammengestellt worden. Die IP findet ihr auch noch in der Beschreibung, werde ich vielleicht mal extra Videos machen. Worum es hier geht, ist ein neues Minigame, beziehungsweise es steht schon etwas länger, wo wir mit Redstone-Kanönchen auf uns gegenseitig schießen. Und da vorne kommt jetzt gerade was angeflogen, wo einer drauf reitet, und da kann ich eine Barriere hinschießen. Ja, können wir machen. So, es sind jede Menge kleine Geschichten hier und unter anderem auch, den kommt noch was angeflogen. Sowas hier, dass wir einkommende Projektile abfangen können. So. Klappt das? Nein, es ist vorbei. Aber nichtsdestotrotz kann ich hier eigentlich kommen, warte. Eine Barriere erschaffen, sodass das Ding eigentlich nicht durchkommen dürfte. Ja, jetzt wird es nämlich gezündet, wenn es irgendwo ankommt. So ein Projektil in Anführungszeichen und boom. Ich hab's abgefangen. Schön. Das Ziel ist es bei der Geschichte, das gegnerische Netherportal hinter dieser riesigen Glaswand zu zerstören. Ihr sehen könnt, das passiert nur, wenn die Projektile oft genug treffen, um dann irgendwo hier einen Schaden zu verursachen. Okay. Man bekommt mit der Zeit jede Menge verschiedene Geschichten. Ein Shieldbuster, Lightning Missile, Juggernaut und ein Tomahawk. Also je nachdem verschiedene Angriffstechniken und wir sind das grüne Team, da drüben ist das rote Team. Und nur um es jetzt nochmal zu machen, wir testen es aus. Ich habe jede Menge Kanönchen bekommen. Und ich schicke die gerade alle mal los. Blaue Fireball an dieser Stelle, da kann man nämlich, was das? Vielleicht? Nee, zu tief, knapp. Knapp tief, vielleicht einen Gegner drum abschießen können. Oder habe ich ihn getroffen? Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ich glaube, es hat gezündet, der ist mich gerade runtergefallen. Oder jemand anders hat einen Pfeil getroffen. Egal. Dann da nochmal eins losschicken. Und ein Lightning Missile. Dann würde ich hier nochmal ein bisschen runtergehen. Und hier auch ein bisschen runtergehen. Und eins unten auf den schießen. Oh yeah. Dann eine Barrier haben wir nochmal. Also alles, was reinkommt, kann ich jetzt hier wieder abfangen. In einer gewissen Entfernung explodieren diese Schneebälle und machen so eine kleine Barriere. Damit wir einkommende Viecher abfangen können. Generell ist so hier unten achtet kaum jemand drauf. Deswegen lohnt es sich fast. Hier unten Sachen zu schießen. Hat das Ding da vorne gestoppt? Ich glaube ja. Oh, es hat getroffen. Ohohoho. Ich warte ein bisschen, bis da was ankommt, weil hier oben kann ich jetzt, vielleicht wird es abgefangen, eine Barriere abgefangen, ich weiß nicht. Boah. Projekt, so eine gegenseitige Projektil. Ja, ja, alles fängt hier alles ab, so wie es aussieht. Ups, nein. Könnte sich auch unser eigenes Zeug brechen, das ist klar, aber ich kann auch hier. Ich hab's getroffen. Verdammt. Ich mach die Barriere hier, falls das geht. Nein, geht nicht. Ups, ich glaub's explodiert gleich da hinten. Müsst ihr mal ganz kurz einen Dings machen. Ich glaube, da oben treffe ich gar nicht. Wo ist mein Fireball hin? Ich habe mir gar nicht geschossen. Und da ist ein Projektil durch. Nein. Ich habe eins hier unten gesetzt beim Runterfallen. Da fängt es nämlich in der Regel kaum jemand auf. So, dann noch ein Fireball unter anderem. Triff das. Nein, trifft nicht. Ah, eine Plattform kann ich auch noch machen, übrigens. Oh, oh, oh. Der unten gefällt mir gar nicht, der Typ. Ich mache einen Tomahawk, aber von unten. Ist das von mir da hinten? Ich glaube ja. Das ist unten durch, ich weiß nicht. Na komm schon, der dritte trifft auch noch. Nicht. Verdammt. Schicken wir es einfach mal los. Und oh, da unten kommt was rein.
kann ich jetzt gerade nichts machen. Noch eine Barriere bekommen. Und eine Plattform. Mein Hals. Ist hier gerade mega laut, das ist das Problem. Da hinten wartet schon einer auf. Ja. Müssen wir den Guardian losschicken? Ja. Fireball losschicken. Oh ja, lieben gern. Hey, wo ist der Fireball hin? Ich sehe ihn hier nicht. Fireball ist nicht angekommen. Ich hab mir das Ding hier. Habe ich unendlich Pfeile? Ich hab nochmal getroffen. Warum kann ich den Feuerball nicht sehen? Ups, oh oh, ich bin gearscht. Muss ich eins losschicken. Nein, ich hab überlegt, wir haben wohl direkt getroffen. Verdammt. Vielleicht hier eine Barrier platzieren, Kosch an. Ja. Ich hab's abgefangen. Oh, ich hab's angefangen. Auf den Fireballs sieht nicht so ganz. Der Typ da unten nervt so ein bisschen. Deploy Lightning Missile. Komm mal, Fireball. Aber die verschwinden andauernd. Das ist. Ah, ist gemein. Da hinten hat was getroffen. Oh oh. Da hat was heftig getroffen. Was? Der setzt die da vorne? Ach, das ist die Technik. Oh Gott, ich spiele das gerade zum zweiten Mal, deswegen weiß ich nicht ganz genau. Ich hab's das schon gesehen, aber. Hab ich eine Runde? Ja, ich hab eine Runde gehabt. Meine Güte. Das war nicht schön. Warum verschwindet der die ganze Zeit? Versuch gleich mal da irgendwie drauf zu springen oder so. Wie da was reinkommt. Irgendwo noch eine Barrier? Ja, für da. Kann ich wieder vorne noch einen hinbauen? Ne, ich glaube, der geht durch. Schildbuster, Missile. Oh, oh, nein, nein, da bin ich gerade. Beim Reisen gerade voll erwischt. Okay, trotzdem gehe ich runter, probier's nochmal. Schildbuster, Missile. Ja, das Problem ist, hier kommt man wieder schwer runter jetzt. Die ganze Zeit fast selbst killt. Nein! Die starren so weit vorne. Ein Barrier können wir vorne mal machen. Hä, wo ist der hin? Oh, der hat den Spieler, hat den abgefangen! Es gibt ein Problem. Kommt das Ding auf uns zu? Nein, das hängt. Das kommt auf uns zu. Wir haben auch schon eine Barriere gesetzt, aber auch eine Barriere vors eigene. Das heißt, unser eigenes müsste auch stecken bleiben. Ja, das eigene bleibt auch stecken. Verdammt. Ein Guardian müssen wir durchschicken. Ach, ich komme da nie drauf. Das ist blöd. Ein Juggernaut hätten wir nochmal. Tomahawk. Und ich glaube, da oben kommt was. Alter! Was ist das hier? Ein Sword Missile. Hier oben muss ich mal kurz eine Barriere machen. Ja. Die Barriere sitzt sogar. Gut, die Barriere sitzt. Aber ich glaube, wir haben irgendwo. Doch, das war das, was ich abgefangen habe. Das ist nur so kurz, ich sehe nicht alles. Oh oh. Nein, dann da nochmal eins.
Alles, was hier unten ist, ist immer schwer aufzufangen. Für die so viel für uns. Es sei denn, jemand campt hier die ganze Zeit. Und dann finde ich nicht auf meinen Flame. Red Team hat es gewonnen. Okay, wir haben verloren. Unser Portal wurde zerstört hier hinten, so wie es aussieht. Einer ist durchgekommen. Aber das ist immer ein interessantes Spielprinzip. Ist immer so, wo guckst du, wo machst du was? Nicht so leicht. Und wir sehen uns im nächsten Adventskalender-Video. Ich hoffe, es war eine gute Abwechslung. Dazu gibt es vielleicht nochmal ein extra Video hier, weil es recht cool eigentlich ist. Und würde ich sagen, lass krachen und tschüss, bis zum nächsten Mal.